Und in Berlin-Friedrichshain läuft seit Stunden eine Großrazzia unter Leitung des LKA Niedersachsen gemeinsam mit der Berliner Polizei und dem SEK sowie dem BKA auf einem ehemaligen Gewerbegelände. Die Aktion steht im Zusammenhang mit der Fahndung nach den beiden gesuchten RAF-Terroristen Ernst Volker Staub und Burkhard Garwig. Die Beamten sind schwer bewaffnet, es sollen auch Schüsse gefallen sein. Unklar ist, ob dabei jemand verletzt wurde. Die Polizei bestätigte inzwischen auch zwei Festnahmen. Weitere Einzelheiten sind allerdings noch nicht bekannt. Die groß angelegte Aktion findet am Markgrafendamm in Friedrichshain statt. Die Gegend ist weiträumig abgesperrt. Und bereits seit Stunden ist Isabel Finzel für uns vor Ort. Beobachte die Situation. Isabel, was hast du für einen aktuellen Ermittlungsstand? Carsten, ja, seit rund 2,5 Stunden läuft hier dieser Polizeieinsatz mitten in Berlin-Friedrichshain am Markgrafendamm, da wo wir hier aktuell stehen. Und ich gehe mal aus dem Bild. Konkret finden die Maßnahmen hier hinter mir auf einem Gelände statt. Das ist ein ehemaliges Gewerbegelände, aber seit einigen Jahren sollen hier auch Menschen leben. Aussteiger leben unter anderem auch in Bauwagen und in Wohnwägen. Ja, was hier jetzt aktuell passiert, da können wir noch einmal kurz hier zur Seite schauen, nach rechts schauen. Diese silbernen Transporter, die wir hier sehen, das sind Fahrzeuge der Spurensicherung aus Niedersachsen. Es sind nämlich jetzt etliche Beamte hier unterwegs, die Spuren sichern, die versuchen, Beweismaterial zu finden, die womöglich dann auch Gegenstände entsprechend mitnehmen. Das heißt, heute Morgen beim Einsatz sollen auch Schüsse gefallen sein. Allerdings wurde uns das bislang noch nicht offiziell bestätigt. Was wir aber wissen, es hat Festnahmen offenbar gegeben. Dabei kann es sich aber eben nur um vorläufige Festnahmen entsprechend handeln zur Identitätsfeststellung. Ich habe es gesagt, seit rund 2,5 Stunden läuft also dieser Polizeieinsatz hier in Friedrichshain und wir gehen auch davon aus, dass er noch einige Zeit dauern wird. Isabel, danke für diese aktuellen Informationen. Wir müssen also weiter abwarten, ob einer oder beide RAF-Terroristen dabei sind oder aber ob keiner von ihnen dabei war. Du wirst das Ganze weiter beobachten. Bis später. Die Echtheit ist inzwischen von der Bundeswehr bestätigt worden. Der Abhörskandal um die Luftwaffe dammt eine völlig neue Dimension an. Hochrangige Offiziere hatten ja mit dem Inspekteur der Luftwaffe, General Ingo Gerhards, über den Einsatz der Taurus-Marschflugkörper ohne direkte deutsche Beteiligung in der Ukraine diskutiert. Russland hörte mit und leakte das Gespräch. Der eigentlich streng vertrauliche Dialog fand über eine nicht gesicherte Leitung statt. Der Kanzler und Sicherheitspolitiker in Deutschland sind inzwischen besorgt, aber sie sind auch entsetzt und fordern daher eine lückenlose Aufklärung. Luisa Stangl mit dem aktuellen Stand. 38 Minuten ist der von Russland geleakte Audiomitschnitt lang. Zu hören eine Besprechung von Luftwaffeninspekteur Generalleutnant Ingo Gerhards und drei weiteren Offizieren. Das Verteidigungsministerium bestätigt einen Abhörfall bei der Luftwaffe. Der militärische Abschirmdienst MAD ermittelt. Möglicherweise haben die abgehörten Offiziere gegen Sicherheitsregeln verstoßen, durch die Nutzung einer ungeschützten Leitung. Laut dpa nutzten sie für ihr Gespräch die Kommunikationsanwendung WebEx. Der Kanzler zeigt sich besorgt, verspricht Aufklärung. Das, was dort berichtet wird, ist eine sehr ernste Angelegenheit und deshalb wird das jetzt sehr sorgfältig, sehr intensiv und sehr zügig aufgeklärt. Das ist auch notwendig. In der Gesprächsrunde geben die Militärs sensible Informationen über Taurus-Bundeswehrbestände preis, beratschlagen, ob der Marschflugkörper Russlands Brücke zur besetzten Halbinsel Krim zerstören könnte und wie die Ukraine Taurus ohne deutsche Soldaten einsetzen könnte. Der Kanzler begründet sein Nein zu Taurus mit der Beteiligung deutscher Soldaten. Die Opposition schließt einen Untersuchungsausschuss nicht aus und stellt die Glaubwürdigkeit von Scholz in Frage. Der Bundeskanzler nunmehr erst recht diskreditiert ist, weil klar ist, dass er die Öffentlichkeit falsch informiert hat. Nämlich, es ist überhaupt keine Bundeswehr nötig für Taurus. Das macht die Firma. Damit hat er die Briten und Franzosen bloßgestellt, die inzwischen schon diplomatisch aktiv geworden sind. Also wir sollten sehr deutlich auch schauen, dass hier die Ursache des Übels im Kanzleramt liegt. Klärungsbedarf gibt es reichlich. Zum Beispiel, wie viel Russland noch weiß und mithört und wieso der Ausschnitt ausgerechnet jetzt veröffentlicht wird. Wir wissen, dass Russland mit allen Möglichkeiten versucht, unsere Arbeit, unsere Demokratie zu destabilisieren. Und dass jetzt dieser Text rausgezogen worden ist, ist natürlich ein Signal an den Bundeskanzler, denk nicht mal darüber nach, doch Ja zu sagen zur Lieferung des Taurus.
Ob der Mitschnitt verändert wurde, kann das Verteidigungsministerium noch nicht sagen. Mehrere Soldaten haben ihn Welt gegenüber als authentisch eingestuft. Damit dürfte auch nicht ausgeschlossen sein, dass die Russen auch andere geheime Gespräche der Bundeswehr abgehört haben. Zugeschaltet ist mir nun Jürgen Hart, CDU-Bundestagsabgeordneter und außenpolitischer Sprecher der Unionsfraktion. Guten Tag, Herr Hart. Guten Tag. Ein hochsensibles Gespräch, von den Russen gehackt, das ist doch ein Armutszeugnis für die Bundeswehr und die deutschen Sicherheitsbehörden, oder? Also wenn sich diese Vorwürfe bestätigen, wovon man ja leider ausgehen muss, zeigt das, dass die Bundeswehr offensichtlich auch 2 Jahre nach diesem Frontalangriff Russlands gegen die Ukraine, der auch ein Angriff auf das freie Europa ist, immer noch nicht in einer Art und Weise kommuniziert, die dieser Situation angemessen ist. Und dieses Ereignis hat ja 3 zentrale Punkte aufgeworfen. Erstens die Frage der Geheimhaltung innerhalb der Bundeswehr. Zweitens die Frage, ob in diesem Gespräch Dinge preisgegeben wurden, die unseren Verbündeten schaden und die vielleicht Wahlkampfmunition auch für Donald Trump in Amerika sind, wenn es um die Frage der Verlässlichkeit der Bundeswehr geht und der Bundesrepublik Deutschland. Und drittens natürlich die Frage, ob die Erkenntnisse aus diesem Gespräch, nämlich dass Taurus auch ohne deutsche Bundessoldaten eingesetzt werden könnte, konkret widerspricht dem, was der Bundeskanzler dem Deutschen Bundestag gerade noch vor wenigen Tagen gesagt hat. Das wäre ein Novum in der deutschen Geschichte, dass ein Bundeskanzler dem Deutschen Bundestag die Unwahrheit sagt. Und das muss untersucht werden. Ich bin der Meinung, wir müssen in der nächsten Sitzungswoche eine Regierungserklärung dazu bekommen. Und wir müssen auch über weitere Schritte nachdenken. Was ist mit einem Untersuchungsausschuss? Es gibt ja bereits Forderungen aus der Union, so einen einzurichten. Der erste Schritt ist, dass der Verteidigungsausschuss und vielleicht auch der Auswärtige Ausschuss zur Sondersitzung zusammenkommt, um sich ein Bild von dem Ausmaß dieses Desasters zu machen. Der zweite Schritt ist, dass die Regierungskoalition hoffentlich selbst auf die Idee kommt, dass es im Deutschen Bundestag dringend Erklärungsbedarf gibt und dass deswegen der Verteidigungsminister und oder der Bundeskanzler eine entsprechende Regierungserklärung abgibt, über die diskutiert wird. Und der dritte Schritt ist, wenn daraus Schlussfolgerungen kommen, die tatsächlich untersucht werden müssen im Sinne der mit den Instrumenten der Strafprozessordnung, dann wäre der Untersuchungsausschuss der richtige Ort. Ich setze darauf, dass die Regierung selbst jetzt ein großes Interesse an Aufklärung hat und dass natürlich auch die personellen und vor allem strukturellen Konsequenzen gezogen werden. Man kann nicht von dem Obergefreiten verlangen, dass er gegenüber seiner Freundin schweigt, wenn er mit sensiblen Dingen zu tun hat. Aber hohe Generale sprechen in WebEx-Meetings offen über diese Dinge rund um den Globus und Moskau herzu. Herr Hart, Sie haben es eben angesprochen. Wir wissen ja nun, dass das Gespräch echt war, dass es offenbar auch nicht manipuliert wurde, 38 Minuten. Und der Inhalt ist ja tatsächlich, dass die Luftwaffengeneräle davon ausgehen, dass der Taurus eigentlich an die Ukraine geliefert werden könnte, weil deutsche Soldaten tatsächlich dort nicht möglich sind. Und das ist ja das, was der Kanzler immer wieder betont hat. Das ist dieser Inhalt. Und was bedeutet das eigentlich? Der Kanzler versucht sich ja als Friedenskanzler zu generieren. Aber muss man wirklich sagen, dass er das unter falschen Tatsachenbehauptungen tut? Der Bundeskanzler muss das tun, was der Deutsche Bundestag beschließt. Wir haben bereits letztes Jahr beschlossen, dass wir schwere Waffen an die Ukraine liefern. Wir haben gerade vor wenigen Tagen auch weitreichende Waffen beschlossen im Deutschen Bundestag mit großer Mehrheit der Koalition. Wir waren als Union in der Sache der Meinung der Koalition. Wir haben eben nur die Forderung nach Taurus explizit gestellt. Sie erinnern sich an die Debatte. Wenn der Bundeskanzler für seine Politik keine Mehrheit im Bundestag hat und sich dann dadurch herausfindet, indem er den Deutschen Bundestag belügt, dann muss er sich als Bundeskanzler einen neuen Bundestag suchen. Also die Regierung muss das tun, was das Parlament sagt und nicht umgekehrt. Wie geht es jetzt aber weiter, auch was die Ukraine Hilfslieferungen und militärische Unterstützungen angeht? Also kann sich Deutschland weiterhin hinter dieser Maßgabe des Kanzlers verstecken, dass er immer wieder betont, nein, wir werden nicht liefern, weil deutsche Soldaten nicht in den Krieg hineingezogen werden. Was wirft das auch für ein Bild auf unsere Verbündeten und den Zusammenhalt des Westens? Man geht ja schon davon aus, dass der Westen im Prinzip im Moment überhaupt nicht aus den Pötten kommt und deshalb die Ukraine auch an der Front gegenüber den Russen immer weiter zurückfällt.
Deutschland tut in der Tat, auch was militärische Ausrüstung geht, relativ viel, allerdings mit erheblicher Verzögerung. Wir haben die langen Diskussionen gehabt über die Lieferung von Leopardpanzern, über die Lieferung von Schützenpanzern. Wir haben die Defizite bei der Lieferung von Munition. Wir haben ein Bundeswehr-Sondervermögen freigegeben im Wert von 100 Milliarden bereits vor anderthalb Jahren. Das ist erst Anfang letzten Jahres überhaupt genutzt worden, dieses Geld. Die Bundesregierung hat meines Erachtens eine Mitschuld an der mangelnden Ausrüstung der ukrainischen Streitkräfte, weil der Bundeskanzler speziell, ich glaube, dass es der Bundeskanzler selbst ist, die Lieferung verzögert hat. Warum er das tut, weiß ich nicht. Es wäre fatal, wenn ausgerechnet der deutsche Bundeskanzler sich von diesem Verbrecher im Kreml einschüchtern ließe. Wir brauchen einen starken Mann an der Spitze, der klar mit den Verbündeten gemeinsam sagt, was wir tun können, um die Ukraine zu stärken, und nicht jemanden, der versucht, einen Mittelweg zu finden, der uns am Ende nur in die möglichen Sümpfe führt. Also die Folgen des Abhörskandals sind noch lange nicht beigelegt. Jürgen Hart, außenpolitischer Sprecher der Unionsbundestagsfraktion, ich danke Ihnen für das Gespräch. Auf Wiedersehen. Und damit wollen wir auf die aktuellen Entwicklungen im Ukraine-Krieg schauen. Nach russischen Angaben haben ihre Luftabwehrsysteme mehrere ukrainische Drohnen über der Krim abgeschossen. Die Brücke sei vom russischen Festland aus zur Schwarzmeerhalbinsel zurzeit für den Straßenverkehr gesperrt. In Odessa suchen dagegen nach einem russischen Drohnenangriff. Das Kräfte in den Trümmern weiter nach Verschütteten. Laut offiziellen Angaben wurden mindestens 18 Wohnungen zerstört. In seiner abendlichen Videobotschaft bat der ukrainische Präsident Zelensky den Westen erneut eindringlich um weitere militärische Hilfe bei der Flugabwehr. Seit rund 5 Monaten tobt nun also der Krieg im Gazastreifen. Noch gibt es bei den Bemühungen der internationalen Vermittler um eine Feuerpause keinen Durchbruch. Die USA haben inzwischen mit dem Abwurf von Hilfsgütern aus der Luft für die palästinensische Zivilbevölkerung dort begonnen. Gleichzeitig laufen die Bemühungen um eine Feuerpause noch vor Beginn des Ramadan am 10. März zwischen Washington, dem Golfemirat Katar sowie Ägypten unter Hochdruck. In Israel gingen tausende Menschen erneut auf die Straßen, um gegen die Regierung von Ministerpräsident Netanyahu zu demonstrieren. Seit dem Terrorüberfall der Hamas-Terroristen am 7. Oktober ist Netanyahus Beliebtheit auf einem absoluten Tiefpunkt. Wir sind eigentlich eine Demokratie, aber Netanyahu und die gesamte Regierung wollen aus Israel eine Diktatur machen. Netanyahu interessiert sich nur für Netanyahu. Die Koalition hat die Kraft, Netanyahu zu stürzen, und auf diese Koalition hoffen wir. Wenn eine Waffenruhe die Geiseln zurückbringt, bin ich dafür, 100%. Wir müssen ihn stoppen. Wir wollen diesen Krieg nicht mehr. In die Vereinigten Staaten. Donald Trump setzt seinen Siegeszug bei den Vorwahlen um die Präsidentschaftskandidatur bei den Republikanern fort. Der Ex-Präsident gewann in den Bundesstaaten Missouri, Idaho und Michigan. Seine einzig verbliebene parteiinterne Konkurrentin, die frühere UN-Botschafterin Nikki Haley, war klar unterlegen, will aber weiter nicht aufgeben. Der 77-Jährige hat trotz diverser Skandale und Gerichtsverfahren großen Rückhalt bei den Republikanern. Und nach einer aktuellen Umfrage der New York Times liegt der Milliardär aktuell auch deutlich vor Amtsinhaber Joe Biden in den Umfragen. Und wir bleiben noch in den Vereinigten Staaten, denn die spektakuläre Rettung einer Truckerin bewegt das Land. Wir haben die Bilder. Nur etwas Stahl bewahrt diesen Laster und seine Fahrerin vor dem Absturz. 22 Meter über dem Ohio River in Louisville, Kentucky, stecken sie fest. Ein mutiger Feuerwehrmann wagt sich an die Bergung der Truckerin auf der Brücke. Jede Bewegung, jeder Windstoß könnte den Laster aus der Brüstung lösen. In dem Moment denkt man nicht wirklich darüber nach. Eher danach, bei der Nachbesprechung, merkt man erst, okay, das war ziemlich cool. Man kommt in Fahrt, aber währenddessen ist es ganz natürlich. Das Training zeigt Wirkung. Wir haben das 100-mal geübt. Alles wird ganz langsam und man denkt nur daran, was man machen muss. Nur wenige Minuten dauert die Bergung an sich. Anschließend wird die Fahrerin im Krankenhaus behandelt. Eine Kollision hatte sie in die lebensgefährliche Lage gebracht. Nach den erneut gescheiterten Tarifverhandlungen zwischen der Lokführergewerkschaft GDL und der Deutschen Bahn hat Verkehrsminister Volker Wissing an die Kompromissbereitschaft beider Seiten appelliert. Diese Tarifauseinandersetzung darf nicht zum Sicherheitsrisiko werden, sagte der FDP-Politiker der Bild am Sonntag. Von den neuen Streiks wären neben Bahnfahrern nämlich auch die Wirtschaft betroffen. Kohletransporte für die Kraftwerke könnten dann ebenfalls Probleme bekommen. Nach dem vorzeitigen Scheitern der 4-wöchigen Verhandlungen am vergangenen Donnerstag drohen ab kommender Woche wieder Arbeitskämpfe und damit weitreichende Beeinträchtigungen im Bahnverkehr.
Der Ärztemangel in Deutschland ist weiterhin groß. Ein Gegenmittel, mehr Mediziner aus dem Ausland holen. Ende vergangenen Jahres waren es bereits 63.763. Im Vergleich 10 Jahre zuvor waren es 30.000. Ärztevertreter warnen allerdings vor wachsenden Problemen durch schlechte Deutschkenntnisse der ausländischen Kollegen. Das Problem dürfte sich in den kommenden Jahren allerdings noch verschärfen, befürchtet die Landesärztekammer Rheinland-Pfalz. Der Grund, wegen dieses Ärztemangels verringert sich die Zahl der Praxen und die Besetzung der Stellen in Krankenhäusern unvermindert. Die bisherigen Ergebnisse des 24. Spieltages der Fußball-Bundesliga und der Blick auf die Tabelle folgen jetzt. Wolfsburg unterliegt Stuttgart mit 2:3. Union Berlin verliert gegen Dortmund mit 0:2. Mainz und Gladbach trennen sich 1:1 unentschieden. Bochum kassiert gegen Leipzig eine 1:4 Niederlage. Und auch Heidenheim verliert zu Hause gegen die Eintracht mit 1:2. Darmstadt erlebte einen rabenschwarzen Samstag und verlor mit 0:6 gegen Augsburg. Heute trifft dann Köln auf den Tabellenersten Leverkusen und Hoffenheim empfängt Werder Bremen. Bereits am Freitag trennten sich Freiburg und Bayern unentschieden 2:2. Die Tabelle am 24. Spieltag. Leverkusen führt vor Bayern, Stuttgart und Dortmund. Leipzig ist auf dem 5. Platz, gefolgt von Frankfurt, Hoffenheim und Werder Bremen. Danach kommt der SC Freiburg. Auf Platz 10 liegt Augsburg, gefolgt von Heidenheim, Mönchengladbach und Wolfsburg. Union Berlin ist auf dem 14. Platz, gefolgt von Bochum. Köln ist auf dem Relegationsplatz und Mainz und Darmstadt sind auf den Abstiegsplätzen.